Hi, heute habe ich mir was Eigenes ausgedacht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es schon existiert, kann durchaus sein, dass es schon existiert. Es ist ja nichts sonderlich Einfallsreiches, würde ich sagen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass manche englischsprachigen Booktuber mal wieder dieses Burn, Rewrite, Reread Tag machen. Und ich dachte mir, eigentlich könnte ich das auch mal wieder tun. Hatte auch vor, das zu tun, hatte auch Lust, das zu tun. Und dann habe ich es nicht getan und mir was Eigenes ausgedacht. Und ja, ich habe hier jetzt einen Haufen von Autoren in diesem Glas. Und das sind alles Autoren, die ich nicht sonderlich mag, wo ich sagen würde, ich würde jetzt nicht unbedingt ein weiteres Buch von denen lesen. Ich muss mindestens ein Buch von denen gelesen haben und ich muss auch mindestens einem Buch von denen ein Stern oder zwei Sterne gegeben haben, sodass ich sie dafür überhaupt in Erwägung gezogen habe, hier reinzustecken und dass ich halt keine weiteren Bücher mehr von denen lesen möchte. Und deswegen mache ich daraus den Read, Ignore or Burn Tag. Also ob ich ein weiteres Buch von ihnen lesen, ignorieren oder verbrennen würde. Und es geht wirklich tatsächlich um ein Buch, falls sie jetzt ein neues Buch rausbringen oder gerade ein neues Buch raus haben. Es soll nicht um eine Fortsetzung von irgendeiner Reihe gehen, weil da kann ich ja schon ungefähr antizipieren, was da drin vorkommen wird. Es soll wirklich um ein Buch gehen, wo ich nicht genau weiß, worum es geht oder wie es sich aufbaut oder welche Charaktere drin vorkommen. Es soll wirklich ein neues, komplettes Buch sein, aber halt in der Art und Weise, wie sie halt immer Bücher schreiben. Irgendwie stört mich heute alles beim Filmen, wie das Licht sich in meiner Brille spiegelt, wie mein Pony liegt, dass das Licht bzw. die Sonne entweder scheint oder von Wolken verdeckt ist. Ich habe heute jetzt extra keine Lichter aufgebaut, weil ich dachte, es ist eigentlich ganz gutes Wetter und ganz gutes Licht. Ich brauche es nicht unbedingt, ich werde nur unnötig wieder schwitzen. Aber jetzt stehe ich hier, habe manchmal Licht, manchmal nicht und irgendwie stört mich heute alles. Aber ich hoffe, ihr kommt damit klar. Es geht ja auch nicht unbedingt um das, was zu sehen ist, sondern um das, worüber ich rede. Also fangen wir einfach mal an. Und deswegen ziehe ich drei Autoren und dann mal gucken, ja, welchen ich verbrenne, welchen ich lesen und welchen ich ignorieren würde. Also es funktioniert ganz genauso wie dieses Reread, Rewrite und Burn Book Tag, nur halt mit Autoren, die ich nicht mag und weiteren Büchern von ihnen. Aber zum einen habe ich hier Jennifer Armentrout, die gerade runtergefallen ist. Ich mag ja nicht unbedingt alle ihre Bücher nicht. Ich habe eine ganze Menge davon wirklich sehr gern gemocht. Aber einige mochte ich so sehr nicht, dass ich jetzt nicht unbedingt scharf bin auf manche ihrer Bücher. Vor allem ihre Fantasy-Bücher sind nicht so meins. Dann habe ich hier noch Neil Gaiman, der ist ja ein sehr beliebter Autor. Und ich hoffe, dass ich irgendwann vielleicht ein Buch finde, das mir von ihm gefällt. Aber bisher habe ich drei Hörbücher von ihm gehört. Und zwei der drei haben mir so gar nicht zugesagt. Und ich habe Kai Meier. Okay, Kai Meier ist auch sehr beliebt in Deutschland, ist ja ein deutscher Autor. Ich habe, glaube ich, zwei Bücher von ihm ausprobiert und beide, glaube ich, nicht zu Ende gelesen. Es war einfach absolut nicht meins. Also, wir haben Jennifer Armentrout, Neil Gaiman und Kai Meier. Schwierig. Ich dachte, es wäre schwieriger rauszusuchen, welche ich tatsächlich lesen würde. Aber hier haben wir halt genau das Gegenteil. Ich kann mich zwischen zwei nicht entscheiden, die ich lesen würde. Also Neil Gaiman und Jennifer Armentrout. Es kommt natürlich darauf an, was für ein Buch es ist. Wenn Jennifer Armentrout einen Fantasy-Jugendroman rausbringt, dann würde ich es ignorieren und stattdessen zu dem Neil Gaiman-Buch greifen. Wenn Neil Gaiman ein Buch ausbringt, das mich so gar nicht interessiert und Jennifer Armentrout eine eher Liebesgeschichte, dann würde ich Jennifer Armentrout lesen und das Neil Gaiman-Buch ignorieren. Ist das eine gute Antwort? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bleibt Kai Meier dann für das Verbrennen übrig. Tut mir nicht leid, juckt mich einfach nicht, ist überhaupt nicht mein Stil von Geschichte, nein, deswegen tut es mir nicht leid für dieses Buch, aber ich weiß, dass sie halt von Grund auf nicht schlecht sind, deswegen ist es eigentlich schade, Bücher an sich zu verbrennen, die nicht schlecht sind und keine schlechte Message überbringen, was halt so gar nicht meins. Da habe ich halt auch gar keine Hoffnung, dass es noch meins wird. Dann drei weitere. So, haben wir.
Übrigens, ich lasse Jennifer Armentrout mal auf dem Boden. Ich hoffe, sie fühlt sich da wohl. Dann haben wir hier zum einen Julie Kagawa. Hui. Okay, fängt schon mal stark an. Noch einer ist runtergefallen, hebe ich gleich auf. Dann haben wir hier Kira Cass. Okay. Und was haben wir hier noch? Gail Forman. Okay. Wieder sehr schwierig. Also ich weiß, dass mir von Kira Cass bereits ein Buch ganz gut gefallen hat. Das war aber, als ich jünger war und noch nicht so kritisch. Und deswegen glaube ich, dass selbst dieses Buch mir heutzutage nicht mehr gefallen würde. Aber wenn ich mich nur auf die Liebesgeschichte konzentriere und nicht auf das Drumherum, vielleicht. Dagegen Julie Kagawa hat eigentlich nicht so viel falsch gemacht. Das hat mich nur total angeödet. Und es hatte halt keinen richtigen Plot. Protagonistin ist bei plötzlich fähig von einer Situation in die nächste gestolpert. Ich habe mich die ganze Zeit nur gelangweilt und den Plot gesucht und den gab es halt gar nicht. Und ich glaube, vielleicht kann sie in einer anderen Reihe besser schreiben, anders schreiben. Ich weiß es nicht. Und Gail Forman, ja, von der habe ich schon mehrere Bücher gelesen, beziehungsweise als Hörbuch gehört. Und ich fand die auch von Grund auf nicht schlecht. Sie hat gute Ideen, aber ich mag halt ihren Schreibstil so gar nicht. Sie kann mich überhaupt nicht mitnehmen. Es interessiert mich nicht, was da passiert. Ich mag auch teilweise die Protagonisten von ihren Büchern einfach gar nicht. Das ist halt sehr schwierig, weil die Autoren alle nicht unbedingt schlecht sind, aber auch alle nicht gut, für mich zumindest. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Was würde ich denn nochmal lesen wollen? Also was würde ich nochmal probieren wollen? Wenn Julie Kagawas Bücher nicht so fett wären, würde ich sicherlich noch eins ausprobieren. Aber da sie alle über 500 Seiten mindestens haben, nein, danke. Kira Cass, eigentlich gar keine Lust, aber Gail Forman auch gar keine Lust. Okay, ich sage einfach mal, ich würde ein Kira Cass Buch ausprobieren, vielleicht dieses Mermaid-Ding, was sie rausgebracht hat, obwohl das ja auch schlechter noch sein soll als Selection. Vielleicht warte ich einfach auf ein neues Buch, das besser sein soll. Das würde ich ausprobieren. Dann würde ich Julie Kagawa einfach komplett ignorieren, für wen das auch immer ist. Die sollen Spaß dran haben, für mich ist das nichts. Dann würde ich wohl Gail Forman Bücher verbrennen. Ist absolut nichts für mich. Ich weiß auch da, dass die nicht schlecht sind. Bei weitem nicht. Gibt's Schlimmeres. Aber interessieren mich halt einfach überhaupt nicht. Wen haben wir noch da drin? Könnt ihr übrigens erraten, was für Autoren da ungefähr drin sind? Würde mich mal interessieren, ob ihr mich so gut kennt, dass ihr wisst, welche Autoren ich gar nicht mag. Ich glaube, ein paar werdet ihr auf jeden Fall erraten. Ein paar vielleicht nicht so, weil ich nur ein Buch schon vor Jahren gelesen habe und seitdem nicht wieder über den Autor gesprochen habe. Könnt ihr mir gerne schreiben, falls ihr schon so eine Vorahnung habt, was für Autoren hier vielleicht auftauchen könnten. Dann habe ich hier in der dritten Runde Patricia Spichalski. Okay, auch so eine beliebte deutsche Autorin. Dann habe ich Simon Elkeles. Okay. Und dann habe ich Anna Todd. Okay. Ich glaube, die Anna Todd Bücher verbrennen. Ich mochte mal die After-Reihe und ganz ehrlich, sie hat auch was an sich, das einen immer weiterlesen lässt. Aber der Inhalt der Bücher jetzt, wenn ich so im Nachhinein reflektiere und auch jetzt kritischer drauf gucke, der Inhalt, die Message dahinter ist einfach komplett furchtbar. Deswegen Anna Todd verbrennen, definitiv. Dann Patricia Spichalski sind einfach nicht meine Art von Büchern. Ich mag die Charaktere nicht, ich mag nicht, wie sie handeln. Ich kann mit den Geschichten überhaupt nicht klarkommen. Also sie schreibt meistens so Contemporary Romance Bücher. Eins, glaube ich, fand ich auch ganz okay. Aber es hat mich keins davon mitgenommen und meistens, wie gesagt, kann ich nichts damit anfangen. Deswegen ignoriere ich die Bücher einfach. Und ja, dann bleibt Simone Elkeles. Von der habe ich wenigstens mal Bücher gemocht. Jetzt im Nachhinein, wo ich sie rereadet habe, mochte ich sie nicht mehr so. Und auch die, die ich noch ungelesen hier hatte, habe ich ja angelesen und befunden, dass das nichts mehr für mich ist. Aber ich glaube, wenn sie ein neues Buch rausbringen könnte, würde, das vielleicht ein bisschen erwachsener ist, könnte ich mich dazu durchringen, es zu lesen. Vielleicht würde es mir sogar gefallen, wenn es tatsächlich ein bisschen erwachsener ist und ja, sie vielleicht besser geschrieben hat. Ich weiß nicht, wenn es mir besser einfach gefällt. Ich würde mich einfach bei ihr am ehesten dazu durchringen, es nochmal zu lesen, beziehungsweise nochmal probieren, ein Buch von ihr zu lesen. So, nächste Runde. Wer werden wohl die Autoren sein? Eins. Ich habe echt das falsche Behältnis ausgesucht, weil das hier so dünn ist, komme ich mit der ganzen Hand nicht rein. Deswegen muss ich immer versuchen, das irgendwie rauszufischen. Auf jeden Fall habe ich jetzt drei rausgezogen.
Der erste Autor ist Julie Murphy. Das ist die Autorin von Dumplin'. Dann haben wir hier noch Sarah J. Maas. Wer hätte erraten, dass diese Autorin in diesem Video vorkommt? Bitte einmal Handzeichen. Und welches Buch Autorin haben wir noch? Jenna Showalter. Auch das war, glaube ich, sehr offensichtlich, wenn man mein Rant-Video zu Alice im Zombieland gesehen hat. Dementsprechend würde ich definitiv das Buch von Jenna Showalter verbrennen. Nicht mit der Kneifzange anfassen, niemals. Auch wenn ich nur ein Buch ausprobiert habe, aber das war mir mehr als genug. Definitiv verbrennen. Dann haben wir noch Julie Murphy und Sarah J. Maas. Ich glaube, von Sarah J. Maas habe ich mittlerweile die Nase voll. Throne of Glass finde ich immerhin nicht so schlimm wie die Court of Thorns and Roses Reihe. Aber ich bin auch darüber hinweg. Ich glaube, die Autoren ist einfach nichts für mich. Ich liebe jetzt nichts daran. Die sind definitiv alle für mich viel zu fett und viel zu jugendbuchmäßig aufgebaut mit dem Drama und dem Ängst, der da drin ist, aber gleichzeitig halt eigentlich mit viel zu erwachsenen Themen. Nichts für mich ignorieren, dann würde ich definitiv ein Julie Murphy Buch probieren. Ich bin jetzt kein Mensch, ich bin jetzt nicht so gehypt auf Julie Murphy Bücher. Ich mochte ihr Dumplin' nicht, aber ich glaube, wenn sie eine Protagonistin nimmt, die nicht so unsympathisch für mich zumindest ist, wie die Protagonistin in Dumplin', könnte die Geschichte, die sie sich ausdenkt, definitiv funktionieren. Also ich fände Dumplin' als Geschichte auch nicht schlecht, wenn eine andere Protagonistin drin gewesen wäre. Deswegen würde ich es definitiv damit nochmal probieren. Ob ich es in Realität auch mache, steht noch in den Sternen. Ich bin jetzt nicht so scharf drauf. Aber in dem Spiel würde ich auf jeden Fall Julie Murphy aussuchen, um ein weiteres Buch von ihr zu lesen. Dann haben wir weitere Autoren hier drin. Ich mache einfach, bis ich fertig bin mit den Autoren. Ich habe auch genau eine richtige Anzahl von Autoren ausgesucht, dass es sich aufgeht. Ja. Dann haben wir hier noch Lauren Oliver und Mona Kasten und Abby Glines. Okay, ich muss als Disclaimer sagen, ist es nicht so, dass ich Mona Kasten Bücher nicht leiden kann, sondern sie bringen mir im Großteil einfach gar nichts. Und es gab halt auch eins oder mehrere, ich glaube sogar nur eins darunter, das 2 Sterne bekommen hat, was ich wirklich nicht gut fand. Deswegen ist sie hier gelandet. Aber gut, dass sie auch vorkommt in so einer Runde quasi, weil von ihr würde ich definitiv nochmal was lesen, zumindest als Hörbuch auf Spotify hören. Das geht relativ schnell, wenn ich die Zusammenfassung ganz okay finde. Ist es auch ganz nett, aber es ist jetzt kein Buch bisher dabei gewesen, das mich total aus den Socken gehauen hätte, das ich gut fand. Die sind alle so, ja, habe ich schon 1000 Mal gelesen, ist jetzt nichts Neues. Aber besser als die anderen, deswegen Mona Kasten nochmal lesen, definitiv. Dann habe ich hier noch Abby Glines und Lauren Oliver. Okay, ich würde definitiv die Abby Glines Bücher verbrennen. Ich finde nicht nur, dass die Bücher alle gleich sind, von dem, was ich gelesen habe, sondern es promotet halt auch noch sehr schlechte Beziehungsratschläge und sowas. Und nein, verbrennen, da bleibt ja noch Lauren Oliver, um zu ignorieren. Das, was ich auch sowieso schon mache. Ich mochte ein paar Lauren Oliver Bücher ganz gerne. Also dieses eine Panic, glaube ich, fand ich okay, war jetzt aber nicht überzeugend. Das eine Buch mit dem, wie heißt denn das? Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, glaube ich, so hieß es, wurde ja auch verfilmt. Das mochte ich damals ganz gerne. Das würde ich, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr mögen. Aber es war auch nicht umwerfend. Und die Delirium-Trilogie fand ich furchtbar, war absolut nicht meins, deswegen ignorieren Lauren Oliver, was ich sowieso schon mache. Dann, was haben wir noch? Ich habe einmal Eva Delaria, das ist die Autorin von Love Letters to the Dead. Ist das einzige Buch, was ich von ihr gelesen habe und mochte ich gar nicht. Es wurde total gehypt zu der Zeit, aber ich mag einfach diese Trope nicht, dass man gefährliche Situationen, gefährliche Handlungen so in den Himmel lobt, als ach, du lebst endlich richtig, wenn du dich vor ein Auto stürzt und im letzten Moment wegspringst, sowas. Und das kommt leider in so vielen Büchern vor und alle finden das immer so toll, so inspirierend, weil es dazu anregt, sein Leben richtig zu leben und nicht nur zu Hause zu hocken. Ach, ich finde das furchtbar und ich finde das gefährlich. Ich müsste mal darüber ein Video machen, aber ich
Ich habe mich bisher drum gedrückt, weil es sehr kontrovers wäre und weil ich ein bisschen dafür recherchieren müsste, welche Bücher da ungefähr zu passen, weil ich die ja grundsätzlich nicht lese, wenn ich schon merke, dass es so ein Buch sein könnte. Aber auf jeden Fall haben wir hier noch Colleen Hoover. Und ja, das ist bestimmt auch nicht überraschend für euch. Und Jamie McGuire. Ebenfalls nicht überraschend. Okay, ich bin gewillt, Eva Delaria noch eine zweite Chance zu geben, glaube ich. Obwohl ich Colleen Hoovers Bücher auch mal mochte, bis ich aufgehört habe, die zu mögen. Okay, ich würde auf jeden Fall, glaube ich, Eva Delaria einfach eine zweite Chance geben. Mal gucken, was sie noch so schreibt. Es ist ja nicht unbedingt alles immer dasselbe. Ich werde noch ein zweites Buch ausprobieren. Ich bin aber nicht so positiv gestimmt, muss ich sagen, weil ich keine große Lust dazu habe. Dann würde ich Colleen Hoover einfach ignorieren. Ja, es sind nicht die besten Liebesgeschichten. Es ist nicht die beste Message dahinter. Es ist nicht wirklich realistisch, aber es scheint Leuten was zu bringen. Manches ist auch nicht so schlecht geschrieben. Dementsprechend Colleen Hoover ignorieren, wie ich sowieso tue. Und Jamie McGuires Bücher bitte verbrennen, ganz schnell. Ich finde nicht alle so schrecklich, aber Beautiful Disaster war schon furchtbar, obwohl ich das sehr gerne mochte, als ich es damals gelesen habe. Und gerade das macht mir Angst. Weil wenn ich es jetzt angucke, wie einfach verkorkst deren Beziehung ist, wie sehr sie sich gegenseitig runterbringen und runterziehen und sich gegenseitig fertig machen und das noch als Liebe betiteln. Einfach schlechte Message, deswegen verbrennen Jamie McGuire. Wie viele weibliche Autoren dabei sind, ne? Liegt das daran, dass ich sowieso mehr weibliche Autoren als männliche Autoren lese? Oder sind weibliche generell blöder? Nee, ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich mehr weibliche als männliche lese. Was ich ein bisschen blöd finde, das sollte ich mal ändern. Aber es liegt auch einfach daran, dass ich viele Liebesgeschichten und so lese und die werden normalerweise von Frauen geschrieben. Dann haben wir hier Kylie Scott, wo ich sagen muss, ich fand die nicht grottig, die Bücher, aber es waren halt auch nicht so meine Bücher bisher, die ich von ihr gelesen habe. Dann haben wir hier Sarah Shepard, das ist die Autorin von Pretty Little Liars. Und Brody Ashton. Das ist die Autorin von der Ewiglich-Trilogie, wo ich ja jetzt den letzten Band gelesen habe und furchtbar fand, den ersten aber gut. Von daher, es ist relativ schwierig. Relativ schwierig. Also ich würde, was ich am schlechtesten von den dreien finde, ist definitiv Sarah Shepard. Das sind überhaupt nicht meine Art für Bücher, die mögen für manche Leute funktionieren. Aber ich glaube, es sind auch eher so Bücher, die an jüngere Leser gerichtet sind, die Pretty Little Lies Bücher und so, deswegen würde ich die wahrscheinlich verbrennen, weil ich darin gar kein Interesse habe. Dann habe ich hier noch Brody Ashton und Kylie Scott. Frage ist, wem ich noch eine Chance geben würde. Von Brody Ashton habe ich halt mehr Bücher gelesen als von Kylie Scott, aber es ist alles nur eine Reihe gewesen. Von Kylie Scott waren es wenigstens zwei verschiedene Reihen, die ich aber beide nicht mochte. Aber ich fand sie halt auch nicht grottig, ne? Bei Brody Ashton fand ich das letzte Buch richtig grottig. Das zweite auch nicht so gut. Sie ließen sich schnell lesen, aber ich habe mich die meiste Zeit gelangweilt. Deswegen die Frage, wen ignoriere ich und wem gebe ich noch eine Chance? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde einfach Brody Ashton ignorieren. Selbst wenn ich ihre Bücher gut finde, sind es nur Hörbücher, weil die Sprecherin gut ist, dann finde ich sie gut. Deswegen ignoriere ich Brody Ashton. Und versuche einfach noch ein Buch von Kylie Scott vielleicht. Durch ein Wunder gefällt mir das dritte, das ich von ihr lese. Sind ja alles New Adult, beziehungsweise Liebesgeschichten, Erotikbücher. Vielleicht gefällt mir dann das dritte. Bisher ist es ja so gewesen, dass mir die nicht gefallen haben, aber ich habe, glaube ich, auch über keins davon so richtig abgerantet. Von daher waren die auch nicht so schlimm, dass ich es nicht nochmal probieren würde. Dann sind nur noch drei übrig und das war's. Dann sind wir durch. Mal gucken, was ich noch da habe. Zum einen ist das Alison Noel. Das ist die Autorin von... Ich habe vergessen, wie die Reihe heißt. Ich habe es vergessen, aber ich brennende es euch ein, falls ich es nicht vergesse. Dann haben wir Stephanie Perkins, deren erstes Buch ich ja super fand, aber mittlerweile nicht mehr so sicher bin, ob ich es noch super finde. Ich glaube, ich sollte es mal lesen. Ich habe geplant, es irgendwann mal zu lesen und das mitzuvloggen. Nur leider habe ich im Moment mit der neuen Arbeit und den vielen Rätsel-Exemplaren nicht so viel Zeit dafür. Und John Green. John Green finde ich ja grundsätzlich eigentlich keinen schlechten Autor. Ich finde, der hat einen super Schreibstil. Seine Charaktere sind nur meistens nichts für mich. Das Beste, was ich noch mochte, war The Fault in Our Stars. Wie heißt es nochmal auf Deutsch? Ich weiß nicht mehr, aber ihr wisst es sicher. Alle anderen mochte ich nicht wirklich von ihm.
Deswegen, schwierig. Ich glaube, Alice Noelle würde mir absolut nicht gefallen. Ich habe schon mehrere Bücher von ihr ausprobiert, die ganze Reihe gelesen und auch andere Bücher. Und das andere Buch vor allem hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen würde ich Alice Noelle verbrennen. Nichts mehr für mich. Dann Frage ist, würde ich Stephanie Perkins ignorieren oder John Green? Ich glaube, ich würde Stephanie Perkins definitiv noch eine Chance geben. Das will ich ja jetzt auch mit Herzklopfen auf Französisch erst nochmal lesen und gucken, wie ich es heutzutage finde. Und dann würde ich John Greens Bücher einfach ignorieren, wie ich es bisher immer mache. Was ich schade finde, weil, wie gesagt, ich finde seinen Schreibstil toll, nur seine Charaktere und die Themen in seinen Büchern und all das ist absolut nicht meins. Ich finde das total furchtbar manchmal, weil es eben auch in diese Richtung geht mit, es ist keine schöne, man verherrlicht Handlungen, die nicht gut sind, wie zum Beispiel Rauchen oder gefährliche Handlungen und so. Und das macht John Green, glaube ich, auch ganz gerne. Deswegen auch nicht meins. Ich ignoriere ihn und lese noch ein Stephanie Perkins Buch. Und damit bin ich durch. Könnt mir gerne schreiben, wie ihr dieses Video fandet, diesen Tag, diese Idee. Falls ihr selber Booktuber seid, Blogger, Instagrammer, whatever und Lust habt, es auch zu machen, macht es gerne. Ich würde mir das gerne anschauen, schreibt mir dann, schickt mir den Link, whatever. Ich gucke mir das dann gerne an. Ihr seid alle getaggt, falls ihr Lust habt. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye.